Auf diesen Moment hat er 7 Jahre gewartet. Gustl Mollat verlässt die Psychiatrie in Bayreuth. Nach dem neuesten Gerichtsurteil wird sein Prozess neu aufgerollt. Grund ein ärztliches Attest, das Mollat als gemeingefährlich eingestuft hat, ist nun für ungültig erklärt worden. Darum ging es jetzt jahrelang. Das war ein Ziel, was eigentlich in unendlicher Ferne lag, zu erreichen. Und es ist ein großes Glück. Das Justizdrama um Mollat beginnt vor 11 Jahren. Seine Frau zeigt ihn wegen Misshandlung an. In dem Verfahren wirft Mollat wiederum seiner Frau Schwarzgeldgeschäfte in Millionenhöhe vor. Sie arbeitet bei der Hypo Vereinsbank. Jahre später stellen sich die Vorwürfe als teils richtig heraus. Mollat sitzt da längst in der Psychiatrie. Für Gustl Mollat ist das ganze Verfahren ein Komplott zwischen der Bank und der Justiz. Auch Bayerns Landesregierung geriet in die Kritik. Der Ministerpräsident aber verweist auch jetzt auf die Unabhängigkeit der Gerichte. Am Ende, trotz dieser sehr kontroversen Diskussionen in den letzten Monaten, könnte es 2 Gewinner geben. Das eine ist ein fairer Rechtsstaat und das andere ist die Person Gustl Mollat. Der Fall Mollat, fahrlässiger Fehler eines Gerichts oder doch ein handfester Justizskandal, auch das muss das neue Verfahren klären.